Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ellerbach. Ja, wir sind hier nur fleißig im Maisfieber, ne? Das wird auch noch ein bisschen dauern. In unseren riesen Mais-Häcksler, bis wir damit fertig sind. Das ist leider so. Aber jetzt kommt ja meine Lieblingsaufgabe, ne? Schiebeli war mögeli. Boah, ich lenke immer zu stark, ne? Ich sehe auch nicht die Wand da. Dann ist das nicht so schickifeini. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den da reingedrückt kriegen, ne? Nicht so hart an Gas, langsam, aber ist auch gar nicht so einfach mit meinem Gaspedal, ne? Weil wir müssen das auch gleich schon wieder festfahren. Oh, der kommt genau dahin, wo ich nicht hinhaben will, ne? Richtig schickifeini, mit Publikum, ne? Da kannst du vergessen. Ja, so ist das hier in Leben. Oh. In Leben. Alle anderen schlagen schon die Hände auf den Kopf zusammen. Macht er das so, macht er das so. Ja, kannst ja auch mal so versuchen. Ne? Ich mach das so. Ich hätte ihn gerne ein bisschen näher an der Wand. Wahrscheinlich können wir gleich schon wieder vorziehen, ne? So passt das eigentlich. Wenn der gerade bleiben würde, wäre der... Oh, Mikro weit weg. Wäre der eigentlich schickifeini. Wenn wir den jetzt noch ein bisschen da hochgezickelt kriegen, ist ja gar nicht so uncool, ne? Sprach er und fand scheiße. Oh, nee, du. Hab ich mir auch was aufgehalst hier. Nee, das geht ja gar nicht. Oh, wie ist der Haufen gleich schon festgefahren? Ja, ne. Also nehmt euch schon mal Zeit. Popcorn raus. Svenny ist mit dem Zweiachser am Rückwärtsschieben. Ich sagte mal Drehschemel zu, ne? Bei uns hieß das grundsätzlich Zweiachser. Irgendwie habe ich mich da dran gewöhnt. Oh, weiter geht nicht, wa? Perfekt, wa? Perfekto! Willst du mich jetzt verarschen? Oh, nicht so schnell! Bremst doch mal! Ist auch ein bisschen nicht so schön, ne? Oh, oh. Das haben wir aber nicht so schicki, Freunde. Sollen wir da nochmal ein Bild von machen? Ne, ne. Das haben wir ja jetzt schon gesehen. Machen wir vom Festfahren Bild. Ist ja eben... Oh. Ey, mit diesem Spiegel verkehrt, ne? Da habe ich so was von Probleme. Also ganz ehrlich. Krieg ja alles hin, aber Spiegel verkehrt, das ist für mich der größte Graus, den es gibt, ne? Hier ein bisschen hatte ich ja schon ohne euch gemacht. Ich habe mir gedacht, dann braucht ihr das nicht so lange ertragen. Aber ich schätze mal, eine Folge Maisexeln wird es noch werden, ne? Abfahrt. Da kommen wir gar nicht anders mit lang. Sieht's von innen so bescheiden, ne? Die Hardcore-Leute, die machen sowas immer nur in der Innenansicht. Aber so ein Hardcore-Fan bin ich ja nun nicht mehr. Die 75.000 sind da schon drin, ne? Geht ja gar nicht. Irgendwie passt das aber nicht. Ganz vergesse.
Wenn du so Schöpp drüber fährst, ist auch nicht schicki vor allem, ne? Deswegen mach ich das lieber in der Außenansicht, da siehst du wenigstens was. Ist der Haufen gleich so össelig. Wollen wir nicht, ne? Svenny? Jo, machst du noch ein Bild? Klar. Macht doch gerne vor euch ein Bild. Mach mal das hinweg. Danke. Hey, ist, wenn du da nicht nah genug drankommst, ne? Dann hast du hier gleich eine Mauer. So ein olle Ding. Aber das ist. Mit einem Zweiachser soll mir einer das vormachen, das hier vernünftig dran zu schieben, ne? Ich habe noch kein Mal geschippt, weil ich echt in der Hinsicht faul bin. Schippelinski, äußerster Notfall, Schiebeschild besitzen wir nicht. Wenn, dann muss das schon so klappen, ne? Da bin ich ja ganz ehrlich. Vor allem, was sollen wir uns jetzt noch ein Schiebeschild kaufen? Das kriege ich eh nicht hin. Dann sieht das aus wie Schitte. Können wir besser so eben fahren. Kommen wir ein bisschen mehr von, ne? Von der Häckselporti. Mann, Mann, Mann. So, langsam werden die Temperaturen gut. Ist immer noch Dienstag, ne? Mittwoch ist ja heute. Kannst du mal sehen, ey. Mein Gehirn ist auch schon woanders. Mittwoch ist jetzt das dritte Projekt, was ich aufnehme. Dann habe ich den Donnerstag, so wie es aussieht, safe. Bis auf Rade, ne? Aber Rade muss man, glaube ich, einen Tag ausfallen. Da muss ich noch ein paar Meter Poppeln legen. Das kriege ich alle nicht so schnell hin. Aber ihr habt... Obwohl, morgen guckt wahrscheinlich eh keiner im Video, ne? Glaube ich nicht, dass morgen die Leute Videos gucken. Ihr seht wahrscheinlich alle im Wasser oder so. Und ich mache mir hier die Maloche, ne? Egal. Guck mal, schicki fein hier 100%. Korrekt, wa? Die müssen wir auch noch leer machen. Ich merk gar nichts mehr von meiner Ventilierung hier, ey. Echt nicht so schicki fein. Naja. So ist das hier auf der Ellerbach, ne? Weil Ellerbach kann ich zur Not noch morgen früh aufnehmen. Wo morgen früh schlafe ich aus. Sprach er, wusste nicht, was er redet. Ausschlafen morgen früh. So Leute, weiter geht's hier im Text mit der Häckselporti. Wir haben, glaube ich, noch eine Fläche Mais, ne? Schicki feini. Und Mais-Silage soll es uns dann nicht mangeln, ne? Schon mal korrekt. Finde ich schon mal gut. Dass wir das dann schon mal so ein bisschen schicki funny vorhaben, ne? Bild hatte ich gemacht, ne? Ja, hatte ich. Seht ihr, wie viel Mais das noch ist? Mit meinem Häckselapparello. Na, mal gucken, vielleicht machen wir zwischendurch mal was anderes. Aber ich hätte das auch gern fertig, ne? Damit die Show sehr erledigt ist. Das wäre echt gut, ne? Wenn wir da so hinter diese Mäus-Exulation so einen Checkout machen könnten, ne? Hier so ein bisschen gerade fahren. Ich hatte den Bogen schon so ein Stück rausgefahren, ne? Mache ich gerne. Am Anfang. Wie so bei so einer Häckselporti, ne? Ein bisschen Vorgewinde hatte ich hier gefahren. Und passt halt. So, dann können wir hier wieder rein.
kann der Deutsch zeugen, was er kann, ne? Sind doch drei Reihen, oder? 1, 2, 3, ja. Da kommt aber echt gut was runter, ne? Das ist so eine kleine Ecke und überlegt, ey, wir haben da schon über 70.000 drin. Echt krass, ne? Wo soll das denn noch enden mit der ganzen Maisparty hier? Da kommen da ja bestimmt 200.000 Liter zusammen, oder? Jetzt stark von ausgehen, ey. 200.000 Liter Mais. Schickifani, Einsiedlung mit Grassilage noch. Mais-Silage. Dann gehen uns die Silos aus. Dann müssen wir irgendwann mal so ein Silo hier hinbauen. Oder bei Nachbarn einfach was befüllen. Geht das? Wisst ihr das? Kann man einfach bei Nachbarn Mais befüllen? Wenn ja, dann bitte mal in die Kommentare, ne? Weil da können wir ja eben bei Nachbarn was ins Silo reinfahren. Das wäre ja schicki fein, ne? Aber ich glaube, das kannst du nicht wieder rausholen, ne? Da wird es dran scheitern, da musst du dann erst rufen. Egal, irgendwie kriegen wir das schon hin. So, mache ich jetzt erst gerade. Ne, ich muss. Oh, in diesem Zeitmanagement im Moment wegen der Hitze ist gar nicht so einfach. So, eben hier drin geschossen. Drei Reihen hätte ich gerne. Siehst du auch bescheiden, ne? Vor allem die Serre bei, ne? Wenn du in der Innenansicht so mal wechselst. So, Leute, ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.